92, 93 so. Das ist schwach. Soll ich dir einen Schnellertermin besorgen? Bei mir am nächsten Tag. Ich habe ein paar Ärzte auch hier in Berlin, ein paar arabische Ärzte. Das ist abartig, Alter. I'm going to motivate you now. Why didn't come? Ich würde mal sagen, ich fordere dich heraus auf eine Bruder-Challenge. Weißt du doch ganz genau, was du gewinnen wirst. Hallo meine lieben Freunde, jetzt kommt zu einem neuen YouTube-Video. An dieser Stelle, William ist jetzt endlich da. Er hat zum ersten Mal gesagt, ich komme eine Stunde später. Danach kommt zwei Stunden später. Und dann, alle guten Dinge sind drei. Drei Stunden später, aber er ist jetzt am Start. Father, forgive me. I forgive you, my son. Dankeschön. Ja, aus NRW angereist, wie immer. Aus NRW, Leute. Jetzt sind wir im Bunker. Jetzt sind wir im Bunker und ich glaube, du brauchst ein bisschen Booster, kann es sein. Auf jeden Fall. Nach 7 Stunden Autofahren? Gegen die Flachheit, oder? Richtig. Okay, was haben wir denn da alles am Tisch? Crank. Einfach alles Pro. Zusammen, kleine in den Schulter. Wir Schulter. Haben Crank Focus Pro, ja. Ab 18 Jahre Headlicht. Das weißt du aber auch, oder? Ja. Und wir haben Meta Plus. Magst du Meta Plus? Ja. Ja. Okay, mein Schatz. Auf Eis, bitte. Auf Eis. Was wiegst du jetzt eigentlich? Ich wiege jetzt 92, 93 so. Das ist schwach. Nicht, dass unter ich die 90 noch fällt. Ich bin noch nach der Reihe. Noch? Hast du ein Blutbild noch nicht gemacht? Noch nicht, aber Termin kommt jetzt. Soll ich dir einen Schnellertermin besorgen? Bei mir am nächsten Tag. Ich habe ein paar Ärzte auch hier in Berlin, ein paar arabische Ärzte. Kriegst du morgen dein Blutbild? Okay, die sollen die Leberwerte noch korrekt machen. Da hast du direkt freie Fahrt. Nein, ich will alles in Non-Rehab. Deswegen mache ich das bei dem medizinischen Institut, wie es hier heißt. Du weißt schon, kannst einfach beim Hautarzt auch machen, ne? Laborwerte ankreuzen. Nee, ich mach's mit. Also, wir haben es bei Johannes letztes Mal im Labor gemacht. Johannes würde ich sowieso mitmachen. Warum? Mach einfach. So, aber dass ich später noch schlafen kann. Ne? Muss morgen weiterfahren nach Polen. Ja, ist fertig. Du kannst gerne mixen und dann ist alles fit. Sehr nett. Ich danke dir, mein Lieber. Wenn ich Subs brauche, gerne mit Code Johnny Code bestellen. Oder wenn ihr Wien bestellt, whatever Wien. Ich war niemals ein Fan davon. Ich weiß, okay, ich habe so und so viel geschafft. Was wird das jetzt hier? Das ist jetzt meine Mische. Stoß mal an in Polen. Was sagt man dabei? Nastrowie. Nastrowie. Okay. Das kannst du nicht. Nastrowie. Richtig. Kann ich natürlich. Das ist abartig, Alter. Dahin ist Lars Stoffig. Sams Ludwig, meinst du? Sams Ludwig. Aber Sams Ludwig ist breit, ne? Ja. Alter Schwede. Warte ab. Zündet bei dir dann auch so? Ja. Fan davon, mit oder ohne Stange aufzuwerfen? Mit oder ohne Gewicht aufzuwerfen. Ein bisschen muss drauf sein. So wie jetzt, so minimal. Sonst zu leicht. Ja, ja. Sonst ist ein komisches Gefühl. Ich kann halt nicht so breit halten wegen meiner Schulter. Ich kann auch, ich habe gerade mit einem sehr enger Drücker. Also wäre so ein fieser Drücker. Ja. Ich bin so ein Mix. Vielleicht machst du nicht so, ne? Dann machst du schon richtige. Ja. Keine Half-Raps, aka The Rock. Mach The Rock Half-Raps? Der wurde letztens zerschmettert von seiner eigenen Community. Er hat irgendwie ein Video hochgeladen, Schrägbank, ich glaube, ich weiß nicht, 130, 40 Kilo und hat so halbe Wiederholung gemacht. Bis hier? Oder von da bis da? Nee, von oben bis zur Mitte, richtig. Und dann wurde er einfach komplett niedergeschmettert. So, Leute, 100 Kilo. Hä? Also, jetzt mal 80 Kilo, sind aber tatsächlich 100. Nicht, dass uns hier Simon Seichmann vorgeworfen wird. Timon Seichmann, dass wir hier mit Fake-Fans arbeiten. Also 20 blau und 20 die weißen. Timon Seichmann, oder? Richtig. Kennst du Melvin Kräuter? Ja, klar. Der ist auch wieder so. Machst du noch einen Aufwärmsatz und dann machen wir vielleicht so viele es geht mit 100, wie wir es damit. Hast du Bock, so viele es geht mit 100 zu machen? Ja. Also jetzt erstmal noch einen Satz aufwärmen. Ich bin zwar wirklich sehr vorermüdet, weil ich gestern mit Semmler Valentin Bus gemacht habe. Du bist jetzt gerade 7 Stunden Auto gefahren. Aber ich werde dich auch mit diesen Defiziten platt machen. Boah, Alter. Ja, das sind nie im Leben. Niemals das 100 Kilo. Wie viel ist es denn? Nie im Leben. Willkommen. Heb die mal raus, oder? Ich bin einfach fucking schwach geworden. Digga, das fühlt sich an nach 120, 130. Ja. Willkommen in einem Oldschool-Gym, ne? Da, ey, so eine richtige Scheinplatte. Die fühlen sich dann alle nicht schwer. Heb die nur mal so raus. Ja, yeah, das fühlt sich viel schwerer. Das 100? Never. Das ist 110. Das ist viel mehr. Das ist 110 irgendwie. Oder wir sind gerade ultra schwach. Nein, ich weiß, wie sich 100, natürlich, ich weiß, wie sich 100 Kilo anfühlt. Als Fake-Net, musst du diese Antwort nicht ganz schnell beantworten. Also entweder machen wir jetzt 110, obwohl es eventuell 100 sind, oder wir suchen uns andere 20er-Scheiben und sind fort. Also ich finde auch, die 20er fühlen sich schwer an. Wollen wir es immer halten? Wir haben ihn. Wurde gesagt, es sind 100, also sind es jetzt 100. Das ist cool, irgendwann stimmt hier nicht im Bunker. Irgendwann stimmt hier im Bunker. Irgendwann ist hier komisch, aber. Echt doch. Alter.
dann brauchen wir Monte Carlo. Monte Carlo Olli wusste ich. Es braucht einen Zahnblutweg, kann auch nicht. Jetzt fühlt es sich wieder wie 100 Kilo an. Lars, du musst jetzt bei Weem aufpassen, also spotten ganz kurz. Ich bin gleich wieder da, ich muss nur ganz kurz holen, okay? Okay. Komm, hilf mal den ersten Hof, hab ich richtig Kraft. Suicide Clip muss, ne? Eins, zwei. Come on, my son, I'm going to motivate you now. Ja, three, four, come on, five, six, seven, three, eight, nine, ten, 11, come on, 12. 13, 14, 15, come on, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, come on, 27, 28, 29, 30, 1, 32, come on, 33, 34, 35, 36, 38, 39, come on, come on, come on, push it. Why it didn't come? That's good, that's better, my son. Terrific, thank you, Father. You're welcome, my son. For this motivation. I go back to the Lord of Pump, okay? See you. I got the pump. See you, my son. Ah, fuck, my book. Wer ist jetzt? Alles gut? Junge, er war da. Wer war da? Er war da. Wer? Der Vater, der Gottvater auf Pump, ey, Junge. Arnold Schwarzenegger. Er war hier, hat mich gespottet. Oder du hast mir irgendwas Komisches gegeben in dieser Mische, Alter, dem Shaker. Er war auf jeden Fall, er stand vor mir. Sams Stoffig hat mich gespottet, er war da. Sams, war der da? Ja. Der Lord of Pump, war der? Ja, siehst du. Meint der Lord of Pump oder Prinz Johnny Arnold? Ja, den. Wen? Prinz Johnny den zweiten. Der? Ja. Ach, krass. Ja. Und ich habe 40 Raps geschafft. 40? Ja, mit Luft sogar. Und was ist dann passiert? Dann bin ich gekommen irgendwie. Danach habe ich nur noch schwarz gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr. Wie viel? Also meine Hände sind komplett weiß. Ordentlich. Ordentlich. Ja, geil. Okay, er hat gerade 40 Raps anscheinend geballert. Ich hab's leider nicht mitbekommen. Aber ich glaube, ich stelle auch mein Handy kurz auf. Und filme mich dabei. Hinter dir, mein Schatz. Pass auf. It's a new world record. Eins, zwei. 3, 4, 7, 8, 9, 10, Start! 12, Start! 18, komm! 19, 20, sehr gut! 1, 22, 23, jawohl, komm! Noch 2 easy! 24, 25, er kämpft! Kämpf weiter, komm! Mach die 30 voll! 27, Ausdauer. Komm. Komm, noch zwei. Der ist richtig am Fighten. Einer geht noch, komm. Start, Digga. Hätte Pass. Ich nicht gedacht. Ach, vielleicht 20, wie viel wiegst du nochmal? 92 oder 93. Okay, krass, nee. 10, 15 Kilo Unterschied vom Körpergewicht. Das sind die 10 Reps ungefähr. Warte ab, ich komme. Ich komme auch. Also, ich meine nicht Ansage, kommen. Ich weiß. Ich meine nicht so kommen, sondern... So kommen. Vielleicht so kommen, ja. Ja, besser. Aber stell dir vor, was da passiert. Dann kannst du mithalten. Aber dann komme ich vielleicht auch so. Aber was, wenn ich nicht überhole? Geht nicht, weil ich fange dann auch an. Geht ja noch nicht. Ich bin ja genauso nervös wie du. Ja? Ich warte noch aufs Blutbild. Weißt du? Ich moderiere doch. Nein, das ist kein Schwachsinnskanal. Ich möchte auf diesen Kanal lernen bei dir. Doch, ich möchte auf diesen Kanal Leute darauf hinweisen, dass auf diesem Kanal nicht nur Bullshit passiert. Weißt du, was gerade eben passiert ist? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was passiert ist, aber ich hatte auf jeden Fall einen sehr guten Bankdrücksatz. Ja, und was ich sagen wollte, wir trainieren jetzt hier die obere Brust, William. Bist du zu breit? Bist du zu breit? Wie willst du backen? So, wie du es am besten spürst. Wie spürst du denn am besten? Ihr solltet ja auch am besten so trainieren, wie es am besten spürt. Willst du das gut? Trainierst du gerne oberkörperfrei? Nein, Lulu. Ja? Ja, wenn ich im Goldstream wäre, in LA, dann auf jeden Fall auch. Darfst du nicht. Nur draußen. Ja, dann draußen. Was denkst du, wie viele Sätze du für Oberbrust bisher schon dein ganzes Leben gemacht hast? 12 Millionen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist schon echt eine interessante Frage. Man könnte es theoretisch fast stellen ja auch manchmal so komische Fragen, wo man niemals die Antwort weiß. Was denn? Mit irgendwelchen Zahlen, zum Beispiel, wie viel Geld soll es geben in deinem Leben für Fleisch oder irgendwie so. Das würde mich... Ja. Oder wie viele Hühner hast du schon gefressen? Aber du holst eh nicht diese ganzen Sachen aus Polen, oder? Nein. Ich wohne in NRW, was hab ich in Polen? Ich dachte, da holst du eine ganze Kuh und dann fährst du da rein. Man kann es sagen, wenn du in Berlin wohnst, dann lohnt sich das aber. Oder NRW nicht.
Oh. Das ist eine, so eine fliegende Maschine, oder? Mhm. Die ist richtig anabol, die ist richtig. Kannst du, man muss daran denken, dass man nachher Bäume umarmt und so, weißt du? Eine dicke Oma, sag ich mal. Was? Eine dicke Oma? Eine dicke Oma, ja. Oder ein Baum, ja. Also Baum finde ich, find ich sympathischer. Ich finde dicke Oma. Also nicht gegen dicke Oma. Ich mag dicke, sympathische Omis. Meine ist auch dick. Also, wie heißt die Oma noch auf Polnisch? Babcia. Babcia. Jetzt macht er Babcia. Babcia. Babcia-Übung. Was heißt umarmen auf Polnisch? Boah, da fragst du mich was, warte mal. Obwohl ich alles weiß. Wir fallen jetzt ein paar andere Begriffe ein, aber umarmen ist ein bisschen schwierig. Ja, Pirdole kannst du immer sagen. Ja, Pirdole, Babcia. Nein, das sagst du bitte nicht. Achso, was heißt dann? Ja, Pirdole? Das ist nicht cool. Achso. Das ist einfach nicht cool. Achso, heißt aber irgendwas mit. Sowas? Ja, irgendwas, was mit deinem Content zu tun hat. Ah, ist doch schön. Super, ja. Also nicht mit Babcia, aber. Genau, das stimmt. Oh, meine Eier, fuck. Ah! Au! Ah! Wen umarme ich jetzt nochmal? Babuschka. Babuschka. Richtig. Ah! Oh. Fühlt sich an, so dass die Brust gerade fast abreißt nach dem dritten Brusttraining hintereinander? Oder? Ich dachte tatsächlich schlimmer. Also man merkt schon ein bisschen, jetzt mal Spaß beiseite, so Leistungseinbruch ist da. Ich habe das ja auch gerade gemerkt, eigentlich drücke ich die 100 tatsächlich ein bisschen öfter. Das ist jetzt kein Flex. Ja, also ich merke, es tut einfach alles ein bisschen mehr weh. Das ist schon ein bisschen strapaziert jetzt hier. Wow. Wollen wir mal. Füllig, schön voll und füllig. Schön, das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, ich fordere dich heraus auf eine Ruder-Challenge. Weißt du, du kannst doch so gewinnen. Aber ich bin für alles. Aber weißt du, ich können wir gerne mal machen. Ich bin doch noch natural. Mit Zughilfe. Ja, mit Zughilfe natürlich. Mit Scheißtechnik und Zughilfe. Mit Scheißtechnik und Zughilfe. Nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, mein Vater, dann machen wir das. Armwrestling nicht, das ist mir zu gefährlich für die Bizepssehne. Ja. Aber hier reißen 200 Kilo, machen wir schön rudern. Aber sag mal, wie stehst du eigentlich zu Posing und so? Willst du jetzt ein Posing bei dir machen? Von dir. Von mir. Bei mir auf dem Kanal. Bei wem hast du jetzt schon alles Posing gemacht? Posing-Check? Oh, frag mal lieber, bei wem nicht. Heiko Kalbach. Tatsächlich, ja. Nee, wäre das nicht geil? Sehr viele. Ja, wäre das nicht geil? Nein, das wäre scheiße für einen alten Mann. Den muss man doch in Ehren festhalten, wie er damals seiner Prime ausgesehen hat. Ja, okay, das stimmt, das verstehe ich. Es tut mir ja schon leid, wenn ich mit den Interviews führe. Okay, auch gut. Ein paar neue Neustoffer. Okay. Das ist so die Neustoffer. Neustoffer ist so kann die neue. Kann ich da wieder mitmachen? Bei den Neustoffern, da gehörst du, glaube ich, schon dazu oder vielleicht bald. Noch bald. Nicht. Also, wir drehen jetzt noch einen Formcheck. Leute, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Leute, nicht vergessen, Kadabi, Glocke aktivieren, lassen Like, Kommentar da. Jawohl. Und seid gespannt auf die nächsten Videos und natürlich auch bei dem Ruhe vorbeischauen. Jeder kennt doch den Reaction King. So sieht's aus. Amen. Komm, ausziehen.